Sehr schön. Und zu Gast heute bei uns wieder unsere Promi-Expertin Susanne Kleen ist da. Schön, dass du da bist, Susanne. Und hallo. Aktuell gibt es Nachrichten, die so ein bisschen Sorge bei vielen Fans auslösen. Es geht um die Ehefrau von Heino, Hannelore. Genau, korrupt und besucht. Mhm. Und da haben wir natürlich versucht, da Näheres rauszufinden. Mhm. Es heißt, dass Heino angeblich sämtlich sind offiziell zumindest noch nicht abgesagt. Ja. Also er befindet sich aktuell auf Kirchentournee und da ist der nächste Auftritt am viel Kraft. Man kann sich das nicht vorstellen, wenn vielleicht was dran ist. Liebe Susanne, machen wir jetzt mal einen Abstecher nach Dänemark. Mhm. Und jetzt wird's pikant, kann man sagen. Das stimmt. Es geht um diesen jungen Herrn. Kronprinz Frederik von Dänemark führt eigentlich auch eine Traumehe mit seiner Frau, dachten wir zumindest. Und jetzt gibt es Gerüchte, wir müssen immer in einem Soll formulieren, das tun wir auch, dass er da vielleicht mal sein Auge so ein bisschen woanders hinwendet. Es geht um eine neue, um eine andere Frau. Es ist da morgens dabei auch gesehen worden, wie er ihr Haus verlässt, wo man sich fragt, okay, in den USA war. Könnte man sagen, vielleicht hat sie eine große Wohnung mit verschiedenen Schlafräumen. Die beiden sind vielleicht sehr, sehr gut befreundet und es hat alles nichts zu bedeuten. Wenn da der Palast und er auch nicht so in die Hülle des großen Schweigens treten würden, oder? Da passiert ja gar nichts. Da wird sich überhaupt nicht geäußert. Er äußert sich nicht, sie hingegen schuldig und hat sich aber gleichzeitig an mehrere Medien genannt, wo man auch denkt, das ist sehr ungünstig, denn so wird immer mehr Öl ins Feuer gegossen. Wird ein bisschen befeuert. Also wir bleiben da auf alle Fälle dran. Mal sehen, was passiert. Ja. Habe ich überlegt, wie ich jetzt den nächsten Beitrag sozusagen anspoilere. Ich sag mal so, Hashtag keine Haare. Geht jetzt gerade ganz trendet im Netz. Und es geht um Harry Styles. Gerd, bei sehr vielen Frauen, auch bei Männern, fragen sich, die flippen aus. Warum? Sie flippen raus? Vielleicht eine neue Rolle, vielleicht eine neue Liebe, vielleicht ein neuer Lebensabschnitt. Aber ich kann sagen, es wächst alles wieder nach, oder? Das stimmt. Und da kann man beruhigt sein. Die Gründe gibt es so viele. Aber das sind halt auch Themen, die viele Menschen bewegen. Und deshalb sprechen wir drüber. Liebe Susanne, vielen, vielen Dank. Schön, dass du bei uns warst, noch mit diesem lockeren Thema dann zum Schluss. Ein schönes Wochenende. Dankeschön. Danke, gleichfalls.